Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, wir sind hier jetzt wieder eigentlich auf dem Rückweg zu sternreichere Gebiete. Ich habe eine Route geplottet bis Sidorona, das ist unser nächstes Ziel. Und ich bin hier beim B-Stern rausgekommen, wo ich was total Cooles gefunden habe. Also eigentlich am Mars so cool. Da falsch von Uff, die dürfen alle gar ein bisschen größer. Gucken wir mal gerade hier, der ist, hat immerhin 2,1G Geosignale, 1,8G auch Geo. Der ist natürlich interessant, der hat 4,29G, aber keine Signale. Das ist mir aber gerade egal, da landet Mammut drauf, weil der hat ziemlich viel G. Upsa. Das lasse ich mal natürlich nicht nehmen. Wenn man schon mal sowas findet, da hatte man doch gerade das letzte Mal drüber gesprochen, ob man. Ob es mal cool wäre, immer so ein bisschen höherer Planet zu finden. So mit ein bisschen mehr G. Ja, und 4,2, das ist doch schon eine Ansage, oder? Und die findet man ja auch nicht am laufenden Band. Und deshalb nur mal ganz gechillt auf die Tagseite fliehe. Packe den Buggy aus, mache ein schönes Bild. Sammle was auf und fahre wieder. Nur, dass wir es mal gemacht haben. So, da können wir auch ein bisschen näher ran zum Scannen. Wir sind übrigens am B-Stern. Hat er vielleicht eventuell schon erkannt an dem Licht hier. Die haben hier immer so ein bisschen eigenes Licht, diese blau-weiße B-Sterne. Ziemlich cool immer. 10 Sonde. Warte mal. Scannen müssen wir natürlich. Da gibt es ja nichts. So, warte mal. Das weiß ich gar nicht wie. Aber ja, man muss so. So. Gucken wir mal, wo die hinschlagen. Ja, der war jetzt nicht ganz so gut gesetzt. Aber okay. Ja. Geht noch. Okay, zumindest haben wir die Vorderseite, haben wir mal richtig gut abgedeckt. Hinten ist noch gar nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Wir gehen ungefähr hier hin und eventuell hier. Das könnte doch. Ah, die war unnötig, aber egal. Wir haben unser Effizienzbonus. Was war das? Das war die falsche Taste. Und dann können wir unser schönes Plätzchen raussuchen. Ist eigentlich relativ egal, finde ich. Das sieht einfach mal bis jetzt sehr cool aus hier irgendwie. So irgendwie wie unser Mond, hat nur ein riesengroß, so eine viele Krater hier und auch das Graue. Wir halten mal auf den helle Bereich da, hm? Das wäre doch so eine Idee. So, wenn wir den Landeanflug machen, das dauert ja ein bisschen, weil wir ja natürlich ganz vorsichtig sind da. Gibt es noch Neuigkeiten, und zwar die gab es jetzt schon, ich muss gerade überlegen, am Donnerstag sind die rauskommen, die Neuigkeiten von Frontier bezüglich der Beta, die ja am Montag anfängt. Und zwar, sie haben noch mal kurz zusammengefasst, was jetzt die Neuerungen sind, die die Piloten erwartet dürfen, und es war sehr Geiles dabei. Also eigentlich sind zwei sehr geile Sachen dabei, aber die allergeilsten sind gleich, hören gleich. Also das erste Mal, die Fleet Carrier haben jetzt Universal Cartographics als Service. Gut, das habe ich mir schon fast gedacht, wundert mich nicht, haben sie ja auch angekündigt, insofern cool. Dann haben sie geändert für die Beta, wenn mal so ein Carrier decommissioned, also
nimm ich haben will. Und dann kriegt man auf jeden Fall die volle Kostung vom Carrier zurück. Wie war das? Also, sie haben dann noch was geändert, dass vorher war es ja so, man hat nur einen Teil von der Kosten zurück. Und jetzt kriegt man also, wenn man keine Schulde hat, alles zurück. Das ist schon mal gut. Und ansonsten, wenn man Schulde hat, dann wäre die Schulde, glaube ich, davon irgendwie abgezogen oder so. Und halt, es kostet ein kleiner Betrag, um das zu verschrotten. Insofern, das haben sie sehr genervt. Das kann eventuell ganz cool sein, denke ich. Sie haben eine kleine Begründung gemacht, und zwar ist es ein kleines technisches Problem auch, weil ein Fleet Carrier ist hier statisch eigentlich. Der ist hier immer da, ob der Commander, den er besitzt, ingeloggt ist oder ausgeloggt ist. Der Fleet Carrier ist scheinbar, so wie ich das richtig verstehe, wenn ich das richtig verstanden habe, auch über die einzelnen Systeme. Also PS4, Xbox, kann ich mir echt nicht vorstellen. Oder? Warte mal. Nee, okay, vielleicht ja doch nicht, auf jeden Fall. Weil sie wohl einfach verhindern, dass viele statische Objekte, zum Beispiel irgendein bekanntes System, The Bubble, oder einfach mal gesagt, dass zum Beispiel jetzt in Shin Radha Desra eine ziemlich hohe Anzahl an Fleet Carrier unbenutzt rum eiere. Und um das ein bisschen zu verhindern, ist eigentlich auch dieser Mechanismus dabei, dass die, wenn sie nicht mehr bezahlt wäre, könne, quasi geschrottet wäre. Das ist mal nett, dass man zumindest ein paar Begründungen gehört hat. Eine weitere Änderung, die ist sehr, sehr geil, ist die. Die Möglichkeit, Module einzulagern und Schiffe einzulagern, die ist jetzt immer da, standardmäßig, bei jedem Carrier. Und zwar für den, bin ich noch im Gleitmodus, Gleiten beendet, so. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Hier sind 4,2G. Das kann leicht mal schief gehen. Genau, ihr seht hier schon, ich habe nur die Nase noch unten und falle schon noch unten. Geiler Mechanismus. Genau. Also Ship Storage und Module Storage ist standardmäßig in jedem Carrier drin. Aber nur für den Besitzer von dem Fleet Carrier. Und das ist schon mal mega. Man kann zusätzlich noch die Werft einbauen und diese Outfit, also Services, also dass man halt die Sache kaufen kann. Das gilt aber nur für fremde Spieler. Das heißt, wenn ich mir eine Schiffswerft drin baue, dann kann ein fremder Spieler von mir ein Schiff kaufen. Baue ich die Schiffswerft nicht in, kann ich trotzdem als Carrier-Besitzer meine Schiffe dort unterbringen. Und das ist richtig geil. Das ist super. Das war eigentlich, wenn ich das richtig mitgetan habe, auch so ein Punkt, der von vielen Elite-Spielern auch gewünscht worden ist. Und wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das denke, dann ist das richtig, richtig genial. Gut, dann klar, Tritium, der Treibstoff ist verbessert worden, also zweimal effizienter als bisher. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, sind wir bei 102 Kilometer. So, machen wir mal so ein bisschen zart. So, Fahrwerk ausfahren, wir gehen auf Nummer sicher. So, und jetzt beginnen wir mal einfach den. Mal so ein bisschen in. Oh. So, genau. Warte mal, ob es auch ausgeglichen hat. Genau, so Tritium, klar, ist effizienter. Kann man dann, glaube ich, 4 Mal oder so springen. Und jetzt kommt das Geile. Sie bezeichnen es als Beta-Blowout. Und zwar gegen Ende von der Beta. Ich habe die Daten jetzt nicht mehr genau im Kopf. Am Montag fängt sie an. Und gegen Ende von der Beta werden die Fleet Carrier
einfach für fast jeder zur Verfügung gestellt. Weil anfangs kostet sie ganz normal 5 Milliarden, wie gehabt, ihr regulärer Preis. Und gegen Ende der Beta wäre sie quasi für 1 Million vertickt. Und dann können schon mal sehr viel mehr Leute die überhaupt testen. Das ist schon mal, das ist sehr geil. Das reicht, also kann ich mir auch nachholen. Die haben das damit begründet, weil anfangs wollte sie halt wirklich mal unter Live-Bedingungen das prüfen, wie das sich so verhält. Ist ja auch legitim, weil es gibt ja scheinbar, also es gibt ja auch nicht so viele Leute, die ich momentan nur in der Leiste kenne, und der, wo ich in der Leiste kann, ist gut. Wie gesagt, Live-Bedingungen halt, deshalb bleiben sie bei deinen 5 Milliarden. Und nur gegen Ende der Beta wollte sie halt, damit auch mehr Leute mal in den Genuss kommen können. Fuck. Na, passiert nichts, alles gut. Und das ist schon mal richtig geil, finde ich. Das heißt, wir können uns das. Ach, das war doch eine butterweiche Landung, oder? Und auch dabei nebenbei Dauer gelabert. Das ist gar nicht so einfach. das finde ich richtig cool. Dann können wir uns nämlich gegen Ende der Beta so Dinge selbst mal angucken. Da freue ich mich schon drauf. Vor allem jetzt, wie gesagt, dass halt Universal Kaito Graphics kann halt drauf gepackt werden. Und Bildchen. Und vor allem, dass halt der dass man selbst als Spieler Schiffe einlagern kann. Das ist halt, das ist richtig, richtig gut. Also dann, mit den Erinnerungen, wirklich macht das als Explorer Schiff auch wirklich Sinn irgendwie. Weil dann kannst du sagen, komm, du holst ein Fleet Carrier, kaufst halt meinetwegen in the Bubble, ordentlich Treibstoff in, haust dein Carrier voll, du brauchst schon nicht allzu viel drauf, du brauchst Universal Kaito Graphics machst du drauf und kannst schon noch was aussuchen, was du willst, egal. Und dann fliege ich irgendwo hin, lösch deine Carrier dort einfach stehen und machst dort eine genaue Expedition von dem Gebiet, wo du bist. Also guckst, also da kannst du dich richtig lange in dem Gebiet aufhalten, dort ziemlich viel kartografieren, was du halt willst. Und lese ab und zu mal eine Farming Session in Nutritium, und wenn du das gemacht hast, dann fliege zu weiteren Punkten so. Also das ist für Explorer, denke ich, da bietet sich ganz schön viel Möglichkeiten jetzt mit den, Erinnerungen. Das ist geil hier, der Planet. Du fährst einfach wie Ophine, du springst kaum. Potz. Die 4,2 gehen, herrlich. Die fast 4,3. So, wollte ich mal nicht nehmen lassen auf dem Planet. Immer schon mal sowas finde. Jo, wie gesagt, und ich finde die Erinnerung, wo sie es da bekannt gepannt für die Beta, richtig geil. Das kommt dann Eisen. Inventar 300 von 300. Achso, ist Inventar voll, ich dachte schon. Oh, Germanium! Germanium ist geil! Brauchen wir! Und hier ist noch ein Signal. Ne, das ist unser Schiff. Dann können wir, oh, hier ist doch noch eins. Können wir doch da hin. Ein, zwei Dinger können wir da mitnehmen, wenn wir schon hier auf so einem Planet landen. Ja, Montag geht's dann los. Ich hoffe, dass ich dann auch gut dazu komme, dass wir am Dienstag uns. Oh, das sieht jetzt nicht so toll aus da oben. Dass wir uns am Dienstag in der Folge dann auf dem Beta-Account in die Bubble begebe. Mal gucken, ob wir irgendwo Platz auf dem Fleet Carrier kriegen, eventuell. Ach, zu viele Schiffe sprengen will ich aber auch nicht. Ach, das ist. Das ist aber irgendwie ärgerlich. Ich freue mich gerade, warum ich habe genug. Ich habe 1,6 Milliarden habe ich. Das müsste eigentlich okay sein. Das passt eigentlich. Dann haben wir auch 600 Millionen.
Vielleicht wäre die Ausrüstung auch ein bisschen billiger gemacht. Und wenn man dann auf dem Beta-Account kein Geld mehr hat, ist es eigentlich völlig Wurst. Weil, was in der Beta passiert, bleibt in der Beta. Oh, wo ist... Wolfram Hammer, oder? Genau. So, ja, genau. Und das ist halt, das wird mächtig cool. Dass man dann halt gegen Ende der Beta, wann halt das Ende ist. Wow, 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 wow. Gegen Ende der Beta, dann kaufen wir uns so ein Ding und gucken einfach mal rein, was man alles machen kann. Ich glaube, auf so einem Planet kann man sein Buggy relativ einfach schrotten, oder? Das darf relativ gut gehen. Genau, halt, irgendwie. Wir müssen nicht komplett auf die Beta bleiben, das macht auch, denke ich, okay, so, oh, hier ist ein schöneres Signal, das gefällt mir viel besser. Ja, ideal wäre es, wenn man irgendwo mitfliegen könnte, kurz mit irgendeinem Schiff, keine Ahnung. Vielleicht noch ins, als Bergbau ausrüste und dann irgendwo mitfliege. Das wäre cool, wenn es nicht klappt, dann gucken wir uns zumindest mal die Carrier nochmal an. Und gegen Ende der Beta kaufen wir uns mal. So. Kaufen wir so ein Carrier und machen einen Sprung bei unseren Homies vom Barnardstern und gebe dort ein bisschen an. So. Upsa. Ja, ich hätte die Neuigkeiten von der Beta gerne ein bisschen früher verkündet, aber ich habe dort schon ein paar Folgen voraufgenommen. Muss ich auch manchmal machen. Hat sich halt jetzt einfach so ergeben, so nicht so schlimm, denke ich. Oh, 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 oh. So. Ist geil, dass das Zeug einfach nicht wegflieht, direkt runterfällt. So, warte mal, hier brauchen wir, glaube ich, gar nichts, oder? Mist. So, den Don nehmen wir noch mit. Ich habe nur Glück. So, ist unser Schiff jetzt weg oder was? Ach, das ist weg. Gar nicht mitgekriegt. Na gut, dann. Na gut. Na gut, dann sammeln wir noch ein bisschen auf, bevor wir es rufen, würde ich sagen. Das ist doch schon mal cool. Ach ne, freut mich richtig, dass wir hier so noch so Planet entdeckt haben. Ja, ist ja gut. Können wir nur reparieren. Das könnte man eventuell machen. Vielleicht haben wir noch mal Glück und finde wirklich mal so einen 6 oder 7G Planet. Aber 4,3 ist doch schon mal eine Ansage, denke ich. Wie gesagt, die sind hier wirklich, also meiner Ansicht nach, relativ selten, beziehungsweise habe ich nicht arg viele von gefunden. In freier Wildbahn. Vor allem nicht selbst gefunden.
Hohoho. So, das ist schon direkt hier. Ne, ach, da vorne. Ich hatte es aber verwechselt. So, gucken wir mal kurz. Eisen, Nickel. Kommt da mal so ein bisschen Brauch. Eisen ist schon wieder voll. Gut. Dann ein bisschen hier in diese Gegend. Und eventuell könnte man noch gucken, ob man das eine oder andere schöne Bild hier machen. Gerade mal schauen, wo die Sonne so steht. Ja, guck mal, geht das irgendwie? Nein! Bisschen Glück mit bisschen Glück. So, passt doch. So, ja, dann würde ich doch eventuell sagen, heute mal eine einigermaßen kompakte Folge. Haben ja alle Infos rausgehauen, die ich raushauen wollte. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag wieder. Und bis dahin dann, bye bye.